habe gedacht, Herr, was meinst du mit Selbstverleugnung? Das heißt, Jesus Forderung, das ist die Forderung Jesu, schreibe ich mal hier hin. Forderung Jesu ist Selbstverleugnung. Und ich als studierter Lehrer, der Pädagogik studiert hat, der auch an der PH in Ludwigsburg Philosophie studiert hat, ich habe in meinem Studium gelernt, auch ganz krass gelernt, dass das höchste Ziel die Selbstverwirklichung ist. Selbstverwirklichung ist in unserer Kultur, in unserem Kulturkreis vor allem, muss man immer wieder betonen, Europa, westliche Welt, ist die Selbstverwirklichung das Größte. Und wir hatten im Studium damals auch, ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet, hattet ihr vielleicht auch diese Maslow-Pyramide. Die Pyramide, Bedürfnispyramide nach Maslow sagt, wenn hier so die Grundbedürfnisse gestillt sind, Essen, Trinken und Sicherheit und so weiter, Sicherheit und Familie, Soziales, dann ist das Oberste hier, wenn alles die Grundbedürfnisse gegeben ist, ist das Ziel die Selbstverwirklichung. Selbstverwirklichung. Das ist das Ziel. Und dafür müssen alle Grundbedürfnisse gegeben sein und dann ist der Mensch glücklich. So lautet die Theorie. Und ich habe mir immer schon damals gesagt, warum haben Menschen, die nur nicht mal Essen und Trinken haben, in anderen Kulturen, wenn man nach Afrika geht, mehr sogar Lebensfreude als viele von uns hier. Die haben kaum was, ihre Bedürfnisse sind nicht mal wirklich gestillt und trotzdem strahlen sie mehr Lebensfreude aus. Ich sage nicht, dass sie glücklicher sind oder so, aber eigentlich müssten die nur weinen, den ganzen Tag. Und in unserem Kulturkreis haben wir mehr kaputte Leute, sage ich mal, in keinem Kulturkreis mit mehr Antidepressiva und Ängste und Nöte zu finden wie in dem Kontinent, wo alles hier erfüllt ist. Und da habe ich mich schon immer gefragt, und hier, das habe ich auch mir gedacht, als ich Selbstverleugnung von Jesus hier lese, ist ungleich Selbstverwirklichung. Jesus fordert hier von seinen Jüngern, also von denen, die ihm nachfolgen, er fordert es natürlich von allen, dass wir uns selbst verleugnen sollen. Und ich würde mal euch gerne fragen, was versteht ihr unter Selbstverleugnung? Mich selbst, was? Geringer schätzen. Ja? Geringer schätzen. Aber verleugnen ist noch wieder krasser. Mich selber als Lügner hinstellen. Okay. Weiter, wir sammeln erstmal. Hinterfragen. Nochmal? Selbst hinterfragen. Ja, hinterfragen. Sich selbst nicht richtig wertschätzen, vielleicht. Genau, das gehört auch dazu. Ich habe geschrieben, sich selbst vergessen. Sich selbst vergessen. Sich selbst sogar. Sich selbst, was habe ich geschrieben? Sich selbst aufgeben. Und das hier, Jesus verlangt, also ich kenne es, du hast mich, dreimal wirst du mich verleugnen. Und das macht ja Petrus dann mit Jesus. Er tut ihn dreimal für nichts achten, ihn aufgeben, nicht zugeben, dass es sein Freund ist. Er verleugnet ihn. Und Jesus erwartet von uns, wer mir nachfolgen will, der soll sich selbst verleugnen. Das heißt, er soll sich selbst geringschätzen, klein machen, für nichts halten. Und das widerspricht vollkommen, was unsere Kultur verlangt, Selbstverwirklichung. Du bist das Zentrum des Universums, du bist wichtig, du bist wertvoll. Und niemand, der dir irgendwie reinredet, der soll kaputt gemacht werden. Und das ist genau dieser Kontrast, der dann entsteht, wenn wir die Forderung Jesu, ich schreibe mal hier bewusst die Forderung der Welt, gegenüberstellen. Ich habe auch vor kurzem mit meinem Kollegen geredet, der so drei Kinder habe ich jetzt, also Arbeitskollege, der so, da ist nichts mehr mit Selbstverwirklichung. Und dann sage ich zu ihm, da habe ich auch so ein bisschen mit ihm geredet, so Felix, glaubst du nicht, dass vielleicht in diesem, dass man sich hingibt für seine Familie, für seine Kinder, dass vielleicht darin die Freude steckt und nicht so sehr, dass du dich von denen immer wegtrennst, weil sie stören deiner Selbstverwirklichung und da ist dann wirklich gar keine Freude. Er hat auch gesagt, ja, stimmt eigentlich. Also, hat ein super Gespräch mit ihm. Aber genau das ist hier, was passiert. Weil selbst
sich selbst vergessen, selbst verachten, selbst aufgeben ist ein Riesenunterschied zu dem, was unsere Kultur fordert. Und das fordert Jesus hier: verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich. Das heißt, dieses soll täglich passieren. Täglich, ich schreibe bewusst täglich wiederholen. Wir sollen es täglich wiederholen und ergänzt Jesus mit sein Kreuz auf sich nehmen. Genau, und zwar nicht sein Kreuz, sondern mein Kreuz. Ich schreibe bewusst mein Kreuz, nicht sein Kreuz. Was versteht ihr darunter? Ist es so eine Kreuzkette oder was meint er, wenn wir sollen sein Kreuz? Unser muss ziemlich schwer sein, dann. Genau. Ja. Genau. Und es ist nicht sein Kreuz. Einmal sagen zwei Jünger zu ihm: Herr, wir wollen neben dir rechts und links sitzen und sagen, ihr könnt nicht dieses Kreuz tragen, was ich tragen werde. Dann sagen sie: Ja, doch, wir können es tragen. Dann sagt er: Ja, stimmt, ihr werdet mal auch umkommen wie ich, aber ihr könnt es nicht tragen, was ich trage. Das heißt, jeder Mensch hat sein eigenes Kreuz zu tragen, seine Last, seine Lebensumstände, die kommen, indem wir ihm nachfolgen. Das heißt, jeder muss etwas aufs Spiel setzen, wenn er Jesus folgen will. Einer hat mal geschrieben: Wenn wir Jesus nachfolgen, bekommen wir die Gunst Gottes und gleichzeitig aber auch die Missgunst der Menschen. Weil es ist oft so, dass wenn Menschen Jesus folgen, dann gibt es Probleme. Und deshalb ist es ein Kreuz, was wir täglich auf uns nehmen und täglich uns selbst verleugnen sollen und täglich unser Kreuz auf uns nehmen sollen und ihm nachfolgen. Das heißt, wir sind nicht allein gelassen und folgen irgendwie wild und irgendwo rum, sondern wir tun uns selbst verleugnen und wir folgen aber jemand nach. Aber hier erstmal, bevor ich da drauf komme, ist, wenn wir das hier lesen, bekomme ich sogar schon durch meine Prägung, auch durch Pädagogik und Co., ein schlechtes Gefühl. Also es ist in mir so: Hä, kann ich das wirklich so sagen? Ist es humanistisch? Ist es nah an der, darf ich überhaupt so reden? Weil hier, wenn man sich selbst geringschätzt und so, man muss sich doch selbst lieben. Wer sich nicht selbst liebt, kann doch nicht andere lieben, hört man auch immer wieder. Und wenn ich hier mich geringschätze, dann habe ich doch kein Selbstbewusstsein, dann bin ich doch ganz klein. Und es ist auch wirklich so, dass wenn das hier passiert, folgt ein Herz des Menschen, das erstmal leer ist. Ich schreibe mal hier ein leeres Herz. Weil unser Herz sehnt sich nach Glück, nach Zufriedenheit. Jeder Mensch sehnt sich danach. Und wenn ich das alles aufgebe, was ich bin, mich geringschätze, mich verleugne, mich klein mache, mich aufgebe, mich vergesse, dann habe ich erstmal ein leeres Herz. Und jetzt ist die Frage: Was mache ich mit diesem leeren Herz? Ich habe zwei Entscheidungen. Entweder ich fülle es mit Jesus oder ich fülle es, wie habe ich das genannt, mit meinem Ego. Ego, und ich schreibe mal bewusst Götzen. Vorhin hatten wir das, wo dein Herz ist. Wie hast du gesagt, wo dein Schatz ist? Wo dein Schatz ist, dein Herz. Da ist auch dein Herz, genau. Schatz sind Götzen, Dinge, die wir behalten wollen, was wir lieben. Und das ist Ego. Wir entscheiden jetzt in dieses leere Herz, was füllen wir rein. Und der Mensch kann beides hineinfüllen. Er kann in dieses leere Herz sich hineinfüllen und sich selbst versuchen zu stillen, diesen Durst, den der Mensch hat. Oder er sagt: Ich verleugne mich selbst und ich fülle Jesus rein. Genau. Und hier kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, weil wenn das Herz Jesus mal geschmeckt hat, wenn in diesem Herz mal Jesus war und mit der Zeit hat man Jesus ein bisschen vernachlässigt und immer weiter weg und man fängt wieder an, sein altes Leben, Ego, die Götzen, die alten Sünden wieder auszugraben, dann ist der Mensch hat ein geteiltes Herz, kann man sagen. Er hat ein geteiltes Herz. Er kann weder die Forderung der Welt genießen, noch kann er
die Forderung Jesus genießen. Das heißt, er steht in so einem Mittelweg. Und deshalb ist es für diesen Menschen ganz gefährlich, weil sein Herz kann die Sünde nicht mehr genießen. Er kann die Sünde nicht mehr genießen, er kann nicht mehr nach dem so schauen, was er mal früher getan hat, was ihn erfüllt hat und die Partys und Alkohol und Co., was ihn so richtig glücklich gemacht hat. Er kann es nicht mehr genießen, weil er hat mal geschmeckt, wie gut Jesus schmeckt. Er genießt aber in der Zwischenzeit, weil er ja wieder weg ist von Jesus, auch nicht Jesus. Das heißt, sein Herz bleibt geteilt. Und darum sage ich, ein halber Christ, manche sagen, es ist ein voller Unsinn, aber ich schreibe, ein halber Christ kann, es kann gefährlich sein, als halber Christ zu leben. Hallo. Ja. Das sich. Ein halber Christ ist ein ganzer Mist. Ja, oder so. Ein halber Christ ist ganzer Mist. Eins. Ihr kennt euch auf vier Stühle. Das sind. Maike, mach's mal nicht an. Hi. So. Ganz kurz für die gerade dazugekommen sind. Wir lesen aus Lukas 9. Ich schreibe es mal auch dazu. Lukas 9, Vers 23. Oh, das ist nicht gut. Vers 23 bis 25. Und wir haben geredet über die Folgen des Nachfolgens. Welche Folgen hat es, wenn wir Christus nachfolgen? Jesus ist in seinem Text ganz deutlich und sagt, wer mir nachfolgen will, der muss sich selbst verleugnen. Wir haben gesagt, die erste Folge ist die Selbstverleugnung. Ich verleugne mich selbst, ist die Forderung Jesu. Und wir haben gesehen, dass die Selbstverwirklichung das Gegenteil ist von Selbstverleugnung. Die Welt sagt dir, die Forderung der Welt ist, verwirkliche dich selbst, damit du glücklich bist. Und Jesus sagt aber, verleugne dich selbst. Und einer hat mal gesagt, das wollte ich noch sagen, ein ganz, ganz guter Satz, den ich mal gehört habe, ist, die Selbstverwirklichung führt zur Selbstvergötterung und das wiederum führt zur Selbstversklavung. Weil du bist, darauf kommen wir später, warum Selbstversklavung? Du bist dafür zuständig, dass du glücklich bist. Und dein Glück liegt nicht mehr in der Hand von bei dessen Menschen, der dein Herz gemacht hat und er weiß, was in dieses Herz gefüllt werden muss. Genau, dann haben wir gesagt, Selbstverleugnung heißt sich selbst geringschätzen, sich selbst verachten, sich selbst aufgeben, täglich, sagt Jesus, und er nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und wir haben gesagt, wenn jemand sich selbst verleugnet, dann führt es dazu, dass man erstmal ein leeres Herz hat. Weil ich verachte mich selbst fast schon und bin leer. Und jetzt fülle ich in dieses Herz, kann ich Jesus hineinfüllen und sage, Herr, du bist jetzt Zentrum meines Herzens, weil du weißt, was ich brauche. Oder ich kann mich selbst, Ego, hineinfüllen. Und das führt dazu, dass wir dann Götzen reinfüllen. Und dann haben wir gesagt, ein halber Christ kann gefährlich sein. Weil er kann weder Jesus ganz genießen, weil er nicht bei ihm ist, und er noch kann er die Welt nicht mehr genießen, weil er mal geschmeckt hat, wie gut Jesus ist. Und dieser Zwischen, das ist so eine Art Vakuum, diese Zeit ist gefährlich, weil der Mensch dann irgendwie in so einer Zeit lebt, wo er sogar sich fürchten muss, wo er sich eher Sorgen macht, wo er eher, unglücklich ist. Weil er weder hier sein Glück findet, noch hier sein Glück findet. Und darum ist ein halber Christ ein ganzer Mist, wie Dings gesagt hat. Ein ganzer Unsinn. Genau. Hier muss Jesus gefüllt werden. Wenn wir Jesus in unser Herz füllen, dann können wir sagen, er lebt in mir. Das heißt, wenn Christus in mir lebt, dann habe ich den König dieser Welt auf meiner Seite.
er hat dann die Verantwortung. Wenn ich mein Leben zu 100% Jesus gebe, übernimmt er die Verantwortung. Und wenn Jesus die Verantwortung über mein Leben hat, dann regiert der König. Dann regiert der Löwe von Juda. Und dann, wenn der König von Juda regiert, müssen Angst, Sorgen, Nöte, müssen alle weichen. Weil ich muss mich vor nichts mehr fürchten. Wenn mein Herz zu 100% Jesus gehört und ich folge ihm nach, dann muss ich mich vor gar nichts mehr fürchten. Und das ist das Schwere, was wir in unseren Kopf kriegen müssen. Wovor sorge ich mich noch, wenn ich weiß, dass Jesus, der König der Welt, allmächtig ist und er liebt mich, er lebt in mir? Vor was? Dann muss ich doch der glücklichste Mensch sein, den es auf dieser Welt gibt. Vor was sollte ich mich dann fürchten? Vor wem sollte ich Angst haben? Alles ist in deiner Hand, alles läuft nach seiner Kontrolle. Wenn ich, ja? Selbst wenn Jesus voll und ganz in unserem Herzen regiert, sind ja Gefühle, die dann nach wie vor da sein, manchmal Nöte, Ängste und so weiter. Nur haben diese dann keine Vollmacht mehr über uns, ja. weil er eben in unserem Herz regiert und da die Vollmacht und die Finsternis dann keine Vollmacht mehr hat über uns. Ja, ganz wichtig. Deshalb ist dieses täglich so wichtig. Weil man kann ganz der Christ sein, Jesus voll nachfolgen, aber nicht jeden Tag sich neu auf ihn ausrichten. Wenn ich mich jeden Tag neu sage, Herr, hier bin ich, ich will dir nachfolgen, du bist mein König, wenn ich es nicht täglich mache, mein Kreuz auf mich nehme, mich neu selbst verleugne und ihm vollkommen mein Herz übergebe, was pure Freude ist. Also wer das erlebt und wer das noch nie erlebt hat, der verpasst was, weil hier ist. Und jedes Herz, das könnte man mal auch hier machen, jedes Herz auf dieser Welt, jeder Mensch auf diesem Planeten läuft mit einer Lücke im Herzen rum. Und diese Lücke ist entstanden, als Adam und Eva Gott verlassen haben. Die waren in totaler Harmonie mit Gott. Sie hatten alles, eine perfekte Umgebung. Sie hatten das Wichtigste, die Gemeinschaft mit Gott. Keine Sünde, die sie von Gott trennt. Und mit diesem Sündenfall läuft jeder Mensch und kommt jeder Mensch mit so einem Art Loch im Herzen auf die Welt. Und er weiß nicht, womit er dieses Loch stopfen soll. Und er probiert aus und er sucht und versucht und probiert aus mit aller Art von Götzen. Hier, wir reden von Ego. Wenn wir in Götzen füllen, in das Herz füllen, ist eine Folge Sünde natürlich. Es ist Sünde, wenn wir in dieses Herz Götzen füllen. Und dieses schafft, und ich sage nicht, dass es keine Befriedigung darin gibt. Diese Götzen, die wir in unser Herz füllen, die Sünde, alle Art von Sünde, sind aber momentanes Glück. Und das müssen wir bedenken. Es schafft momentan Glück. Okay, es bleibt nicht von Dauer, es sind Minuten, Stunden, in denen man Glück spürt, aber dieses Herz wird nicht gefüllt. Der Feind versucht dir zu sagen, nimm das, probier das, es wird dich füllen und du wirst danach eine Erleichterung fühlen für diese Leere, die du in deinem Herzen spürst. Aber was der Satan damit macht, und das sagt die Bibel, nachdem die Sünde aber führt immer weiter bis zum Tod. Das heißt, die Folgen von diesem Götzenfüllen ist momentanes Glück, aber später führen sie zu Angst, Schuld, Sorgen und so weiter. Und bis zum Tod sogar. Das heißt, die sind momentane Befriedigung, aber sie schaffen nicht eine endlose Befriedigung. Hier die Folgen davon sind, wenn wir Jesus folgen, wenn wir unser Leben ihm geben, wenn wir uns um nichts mehr sorgen müssen, wenn wir wissen, meine Sündenschuld ist bezahlt, ich muss nicht mehr mich sorgen darum, dass mein altes Leben oder so, die Sünden, die kann mir Gott nicht vergeben, sie sind so schwer. Er trägt alle und nimmt sie weg. Und das und die Folge davon ist Freiheit. Die Folge davon ist Freiheit. Paulus sagt einmal in Galater 2, 22, denn nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir.
Paulus sagt, Paulus ist tot, es gibt keinen Paulus mehr. Paulus war einmal. Nicht mehr lebe ich, Paulus, sondern Christus lebt in mir. Und an einer anderen Stelle sagt Paulus, ihr seid zur Freiheit berufen. Wir sind frei durch Christus. Wir sind frei durch Christus und diese Folge davon ist die Freiheit. Die Folge davon ist Gefangenschaft. Gefangenschaft ist, weil man sich hier in diesem Bereich automatisch einer anderen Person, dem Feind Gottes, übergibt. Man merkt es natürlich nicht erst, man denkt, es ist doch ein schönes Leben, ich genieße es, ich lebe nach meiner Fasson, ich versuche glücklich zu werden. Und man sieht gar nicht, dass das eigentlich zur Gefangenschaft führt. Und hier, wenn wir nach oben gucken, Selbstverleugnung führt zu Freiheit und Selbstverwirklichung führt zur Gefangenschaft. Und in unserer Kultur ist es genau andersrum, wird es gesagt. Hier, du sollst dich befreien von irgendwelchen Autoritäten und Leuten, die über dir stehen. Verwirkliche dich selbst, wirf alles über Bord, geh keine Sache ein, wo du irgendwie gefangen bist. Wenn wir mal auf die Scheidungsquoten in diesem Land sind, ist auch ein ganz großer Teil in diesem Bereich, keine Verpflichtung einzugehen. Lieber, wenn irgendein Problem kommt, meinem Glück steht es im Weg, ich verlasse meine Frau, meine Kinder, brauche ich nicht, es stört mich in meinem Dings. Und hier im Gegensatz Selbstverleugnung. Selbstverleugnung, aber gleichzeitig Jesus hineinfühlen. Gleichzeitig sagen, Jesus, ich folge dir nach. Wir gehen weiter. Der zweite Punkt ist, der nächste Vers, denn wer sein Leben, Vers 24, denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Das heißt, Leben erhalten, indem man es verliert. Und hier ist Leben verlieren. Genau, wieder paradox. Jesus sagt, wer sein Leben erhalten will, also wer das hier ausleben will, ich lebe nach meiner Fassung, ich gehe meinen Weg, ich fülle das mit meinen Sachen, die ich will. Er sagt, die dieses Leben erhalten wollen auf dieser Welt, genau die werden es verlieren. Gefangenschaft, Leben verloren. Und die aber, die ihr Leben verlieren, und jetzt ist wichtig, was Jesus sagt, um meinetwillen, nicht nur einfach verlieren, selbst verleugnen, selbst kaputt machen und sich selbst demütigen, sondern nein, die ihr Leben verlieren um meinetwillen, die ihr Herz mit Jesus füllen, der sagt, die werden es erhalten. Und dann sagt er weiter, denn welchen Nutzen hat es, wenn man die ganze Welt gewinnt? Denn welchen Nutzen hätte der Mensch, wenn er die ganze Welt gewinnt und verliert sich selbst oder neben Schaden an sich selbst? Was hilft es, wenn ich alles, die ganze Welt hier hineinführe in mein Herz und es besitze, aber ich habe Jesus nicht? Also was hilft es dem Mensch? Er stirbt, er lässt alles hier, er vererbt es vielleicht an seine Kinder, die das vielleicht in einem Monat alles schon verschwendet haben oder verblasen haben. Ja, genau. Was bringt es dem Mensch? Und genau darauf will ich Jesus hinaus. Weiter. Das Leben erhalten, wenn wir es Jesus geben, das ist das absolut Gute. Das absolut Gute ist, Jesus sein Leben zu geben. Das heißt, ich genieße Gott. Ich genieße es, dass Jesus in meinem Herzen ist. Gott genießen, Gott lieben. Die Sehnsucht gestillt. Ich will bei ihm sein. Ich will in seiner Gegenwart sein und habe dann den König der Welt auf meiner Seite. Und das Schöne ist, Jesus ist jemand, er will Gemeinschaft mit uns haben. Er sagt nicht so, ja, wenn ich mal Zeit habe, komm mal, wenn so die Termine stimmen, sondern Jesus sehnt sich danach, Zeit mit dir zu verbringen, täglich. Nicht ich sehe mich danach, also ich sehe mich danach, ich mache einen Termin, dann kann ich ihn treffen, so, sondern er sehnt sich danach, dass du täglich zu ihm kommst und täglich sagst, Herr, ich will mein Leben nicht
auf Götzen aufbauen, auf mich selbst, sondern ich will neu zu dir kommen und ich will sagen, alles, was ich habe, Herr, gehört dir. Und Jesus sagt auf einmal, geht und verkauft alles, was ihr habt und gebt es den Armen und dann kommt, folgt mir nach. Das wäre vielleicht auch eine Variante für den einen oder anderen. Aber was ich glaube, was Jesus sagen will, ist, dass alles, was du besitzt und hast, ist gut. Es ist Gottes Geschenk. Aber es soll nicht dein Herz füllen. Du kannst es haben, du siehst es als Gottes Geschenk, du kannst es einsetzen für sein Reich, das Geld, die Finanzen, die du hast, das Haus, was du hast und so weiter. Das ist alles gut, das ist alles ein Geschenk Gottes. Er hat dir die Kraft gegeben, das zu bekommen, zu erhalten. Es ist schön, aber es soll dein Herz nicht von Jesus wegziehen. Und die Gefahr besteht natürlich darin, dass es mein Herz von Jesus wegzieht. Und dass ich anfange, in meinem Alltag so ein geteiltes Herz zu haben, wo ich mich auf diese Sachen stütze. Und ich merke immer mehr auch, dass dann durch dadurch, dass ich nicht mehr auf Jesus fokussiert bin, immer mehr diese Götzen mein Leben einnehmen. Und immer mehr kommen vielleicht auch Ängste und Sorgen. Und oh, was passiert, wenn das passiert? Und so weiter. Und dann kommt, man in die Ehe rein, es gibt die ersten Probleme in der Ehe. Dann kommt es hin zu Schwangerschaft, Geburt. Die Kinder sind nicht gesund, eine Sorge nach der anderen, die kommt und man ist nicht mit vollem Herz bei dem Herrn, dann ist die Gefahr von Angst, Sorgen, Depression, Schuld viel größer, als wenn ich ein Herz habe, wo sagt, Herr, du siehst die Probleme, in denen ich gerade stecke, du willst das vielleicht auch dadurch stärker machen, du hast eine ganz andere Perspektive. Ich kann ohnehin nichts gehen, wenn ich mir total ohnmächtig bin. Genau, ich bin eh ohnmächtig und deshalb weiß ich aber, dass, wie ich gesagt habe, der König, der Löwe von Juda ist auf meiner Seite. Und ich kann diese ganzen Sorgen mit ihm durchgehen. Ich habe seine Gunst. Und ich lebe nicht in Sünde, wo Gott vielleicht auch sagt, eine Züchtigung schickt. Weil wenn man hier ist und ich habe ein geteiltes Herz und ich fange an, in Sünde zu leben und immer weiter weg von Gott zu gehen, dann kann es sein, dass sowas wie Schuld, Sorgen, Angst eine Sache ist, wo Gott dich bewusst schickt, um dich wieder rauszuholen. Die Bibel sagt einmal, welche Eltern erziehen ihre Kinder, züchtigen ihre Kinder nicht. Wenn sie sie lieben, dann werden sie dafür sorgen, dass sie in den richtigen Weg gehen. Und das kann auch dann manchmal wehtun. Aber man will sein Kind nicht schlagen, damit man sich daran erfreut, sondern man will, dass sein Kind da rauskommt. Das kann Gott dann auch bewusst manchmal schicken, dass wir lernen, dass wir ohne ihn nichts sind. Jesus schickt einmal seine Jünger in diesen Sturm. Dann sind die auf diesem Wasser und schreien und sagen, Herr! Herr, hilf uns, rette uns. Und Jesus kommt auf diesem Wasser und sagt ihnen, ihr Kleingläubigen. Das heißt, Jesus hat sie aber bewusst dahin geschickt, um zu zeigen, dass er die Macht hat über ihre Ängste. Und sie sahen die Wellen und schrien. Und Jesus kommt und läuft auf diesen Wellen und will ihnen zeigen, ich habe die Wellen, vor denen ihr Angst habt, unter meinen Füßen. Die Natur, er streckt seine Hand aus und die Natur muss gehorchen. Er kann alles, alle Moleküle, alles, was da passiert in dem Augenblick, er hat die Macht darüber. Er geht zu Lazarus, also er geht nicht rein, er ruft Lazarus raus, der schon 4 Tage tot ist. Ein Wissenschaftler hat mal gesagt, ein christlicher Wissenschaftler, in dem Augenblick kommen die ganzen Sachen, die bei einer Verwesung stattfinden, kommen wieder zurück in diese Menschen. Das heißt, der die Kausalität, der den Menschen erschaffen hat, hat die Macht, alles wieder so zu richten, wie es war. Und Lazarus steht auf und geht heraus und die Leute flippen aus. Und da steht sogar, dass die erst recht Jesus töten wollten, weil jetzt Lazarus rumlief. Also die haben gesagt, der läuft ein wandelndes Wunder, wie ich heute mit Dings geredet habe, mit Aisa. Ein Wunder lief da mit Jesus herum. So wie auch die Kinder von Phoebe und Aisa, ich weiß immer wieder sage, ein Wunder sind, dass diese zwei Kinder leben. Es ist ein Wunder, was Gott nur machen kann. Und Lazarus läuft da rum, die wollten auch Lazarus töten, weil sie sahen, dass viele an Jesus glaubten. Das heißt, Leute, mit wem haben wir es hier zu tun? Wir haben es mit dem König der Welt zu tun. Wir haben es mit dem Löwen von Juda zu tun. Wenn er zurückkommt, wird er brüllen und die Feinde auf dieser Welt werden sich in die Hosen machen, sag ich bewusst. Und dieser Löwe, Judas, ist auch ein Lamm geworden. Das heißt, er ist nicht nur dieser Löwe und so dieser Gott, der nur von oben so Blitze schlägt, sondern er ist auch ein Lamm geworden für uns, so demütig, und hat sich hingegeben und ist gestorben und hat am Kreuz an dich gedacht. Als die Nägel und seine Füße und Hände durchbohrt haben, hat er an jeden Einzelnen von uns gedacht. Das heißt, er ist nicht so eine Tat für die Menschheit gewesen, sondern für jeden Einzelnen. Und diesen an seine Seite zu haben, das erfordert aber, dass wir uns selbst verleugnen. Selbst sagen, Leute, darin steckt die wahre Freiheit. Einer hat mal gesagt, wer ist denn wirklich frei?
Wer ist wirklich der, der frei ist? Und man denkt, der wirklich frei ist, der Mensch ist, der einfach von nichts irgendwie Verantwortung hat und einfach nur frei ist. Und die Wahrheit ist, der freiste Mensch ist der, der am tiefsten auf einem Fundament steht. Das heißt, er hat ein Fundament, auf dem er steht und unerschütterlich ist, und auf diesem Fundament kann er sich frei bewegen. Das heißt, der Freiste ist der, der eigentlich am meisten ein Knecht ist. Und wir dürfen ein Knecht Jesu sein. Und die Menschen, die von einer Freiheit reden, die es gab und die es 68 hier in Deutschland gab, die 68er-Bewegung, die Freiheit von allen Ängsten und Autoritäten, die hat vieles mehr kaputt gemacht als gesund gemacht. Und das ist das, was die Menschen sagen. Man denkt, sie sind frei, dabei sind sie gebunden. In Spielotheken, also wenn man auch guckt, für was es alles Angebote gibt, um Sucht, Menschen aus der Sucht zu holen, das ist unfassbar in unserer Generation, in unserer Gesellschaft. Wo wir denken, das sind auch die Menschen, die frei sind, und in Wirklichkeit stecken sie in Süchten wie Pornografie, wie Spielothek, wie Drogen, wie alles Mögliche, und sie kommen nicht da raus und wissen nicht, wie sie rauskommen. Und man denkt, das sind doch die Freien, aber in Wahrheit sind sie die Gefangenen. Sie wollen ihr Leben eigentlich erhalten und sie verlieren es. Und Jesus sagt, wer sein Leben, genau, hier ist das absolut Böse. Das absolut Böse ist, und da erinnere ich mich an die Predigt, das absolut Böse ist, etwas mehr zu lieben als Gott. Das ist eine wunderbare Predigt von John Piper, auf Englisch leider nur. Es ist etwas anderes, mehr zu lieben als Gott. Und die Denkweise, Gott enthält mir etwas vor, was ich eigentlich verdient habe. Und so ist die Menschheit in die Sünde gefallen. Adam und Eva, Gott will nicht, dass ich diese Frucht esse. Warum erlaubt er mir das nicht? Das heißt, diese Frucht will ich, und da steht, und sie sah die Frucht, und es war eine Lust für sie. Und sie begehrte sie, und sie nahm sie, und sie aß sie. Das heißt, sie dachte, warum lässt Gott mich das nicht haben? Und das ist das absolut Böse. Dass wir etwas anderes mehr lieben als Gott und unser Herz mit etwas anderem füllen außer Gott. Und Gott will aber eine, wie kann man sagen, eine radikale Nachfolge. Er will, dass wir unser Herz ihm ganz zu 100% geben, und dann sagt er, wird er für uns sorgen. Das heißt, er lässt uns hier nicht allein, wenn wir uns selbst verleugnen und sagen, ich gebe alles auf, Herr, ich gebe dir 100%, nicht nur 50% meines Herzens, sondern 100%. Und dann wichtig, nicht nur sagen, sondern auch dieses leere Herz dann Jesus hineinfüllen. Und dann, so sagt die Bibel, gibt es nichts Schöneres. Und ich will auch ganz kurz, der dritte Punkt, der passt zwar nicht drauf, ist die Frage, die sich auftut, ist die Frage jetzt nach der Sicherheit. Ich habe doch dann gar keine Sicherheit, wenn ich alles Jesus gebe. Frage nach Sicherheit. Und da will ich es kurz zusammenfassen. Da sagt Jesus auch in Lukas 9, ab Vers 57. Schlag es mal bitte auf, Lukas 9, ab 57. Und in dieser Textstelle kommen drei Menschen zu Jesus, die ihm nachfolgen wollen. Ich lese es. Und als sie auf dem Weg waren, sprach einer zu ihm: Ich will dir folgen, wohin du gehst. Also wie hier, ich will dir folgen, Jesus. Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Hey, was, Jesus, was willst du damit sagen? Der Mann wollte Jesus folgen, und Jesus sieht sein Herz und er sagt, okay, ich folge dir. Und er erwartet, dass wenn man Jesus folgt, dass man irgendeine materielle Sicherheit hat, irgendein Haus. Und Jesus sagt ihm, der Menschensohn hat kein eigenes Haus hatte Jesus, wo er gelebt hat. Das heißt, wenn du mir nachfolgen willst, sagt er, erwarte nicht, dass du irgendwo ein schönes Häuschen hast, sondern die Vögel haben sogar Nester und die Füchse haben sogar Gruben, wo sie schlafen. Der Mensch hat nichts. Das heißt, Jesus war ein Wanderprediger, der nichts hatte. Und dieser Mann, er will ihm zeigen, wenn du dir mir nachfolgst, gibt es keine materielle Sicherheit. Keine materielle Sicherheit. Ihr müsst natürlich das im Kontext von Jesus Zeit sehen, aber hier auf dieses bezogen ist, dass wir uns nicht auf unsere materielle Sicherheit im Leben verlassen dürfen.
Wir müssen uns ganz auf Jesus verlassen. Er bietet uns Sicherheit. Dann kommt der Nächste und er sprach zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach aber, Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Dann denken wir so, okay, was meint er damit? Aber Jesus sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Was wollte der Mann denn sagen? Er hat gesagt, ich will meinen Vater begraben, das heißt im Orient sowas wie, ich will warten, bis mein Vater stirbt, dann kriege ich sein Erbe und dann werde ich dir nachfolgen. Und Jesus sagt, lass die Toten begraben, also geh nicht wieder zurück dahin, um dann das Erbe zu nehmen, sondern komm, geh so hin, auch ohne Geld und predige das Reich Gottes. Das heißt, Jesus sagt, wer mir nachfolgt, darf nicht mit finanzieller Sicherheit rechnen. Keine finanzielle Sicherheit. Und Gott segnet uns natürlich mit Finanzen. Das ist auch schön, das zu haben. Aber Gott misst auch unser Herz, wie viel wir bereit sind, von unseren Finanzen ihm wiederzugeben, in sein Reich zurückzugeben, zu spenden, sei es für Missionare, sei es für Wohltätigkeitszwecke, sei es für Compassion-Kinder, sei es für Projekte, wie Elisabeth uns mal vorgestellt hat. Das heißt, mein Herz darf nicht so an diesem Geld hängen, dass ich darauf irgendwie mein Leben verlasse. Weil wer irgendwann mal Probleme hatte, der weiß, sein Geld, ich denke an Steve Jobs, der Apple-Erfinder, iPhone-Erfinder sogar, der mit dieser Firma, die sind glaube ich bald 1 Billion schwer, und er wurde krank und er konnte von diesem ganzen Geld nichts für seine Gesundheit kaufen. Er musste sterben, ganz bitterlich sterben, weil das Geld kann uns nicht füllen. Und es kann uns nicht geben. Und dieser Mann wollte, wenn er Jesus folgt, auch Geld. Und Jesus sagt, nein, verlass dich nicht auf dein Geld. Und jetzt der Dritte. Und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor. Und das ist schon mal ein Fehler. Herr, ich will dir nachfolgen, aber bitte erlaube mir zuvor. Und was sagt er? Dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Dieser Mann will erstmal nach Hause und sich von seiner Familie verabschieden und nochmal vielleicht auch fragen, die Familie, darf ich diesem Jesus nachfolgen? Was ist eure Meinung? Okay, Jesus sagt, er kam zu Jesus und sagte, Herr, ich will dir nachfolgen. Und Jesus sagt, hey, wenn du hier anfängst, deine Familie um Erlaubnis zu fragen, dein sozialen Umfeld erstmal zu gucken, passt es mit Jesus, sagt Jesus, dann bist du nicht würdig für mein Reich. Das heißt, Jesus ist richtig ganz deutlich hier in diese Dings. Er sagt, man legt seine Hand an den Pflug, ihr kennt es vielleicht, dass man so ein Holzding hatte und dann die Erde so gerade, also man ist den Ochsen nachgelaufen und dann hat man die Erde so umgegraben und man musste ganz gerade bleiben, immer nach vorne gucken. Und Jesus sagt, wer anfängt nach hinten zu gucken, der wird eine schräge Linie machen. Das meint Jesus. Er sagt, wer seine Hand legt und jetzt nach hinten schaut und auf das alte Leben und guckt nach hinten und sagt, ja, ich gucke mal nochmal, ob das mit Jesus wirklich so, ob ich wirklich 100% gebe. Er sagt, der ist nicht geeignet für das Reich Gottes. Also wieder ganz klar, wie Jesus in seiner Ansage ist. Und das Dritte ist dann, wer Jesus nachfolgt, hat keine, ich schreibe mal, soziale Sicherheit. Okay, für ganz viele Freunde von uns, die auch aus dem Islam kommen, wie zum Beispiel ein Yassir, er hat seine ganze Familie hat er von alle sozialen Menschen um ihn herum. Die haben sogar also es ist einer aus Sudan, ein Moslem, und als er dann zum Christentum konvertiert ist, haben die Eltern eine Beerdigung für ihn veranstaltet und sein Sarg war natürlich leer. Und er hat dort in der Stadt, wo er geboren ist, einen Grabstein. Und da steht Yassir und Abdallah, Muhammad, wie das immer so sagt, steht auf seinem Grabstein. Und das heißt, er verliert seine ganze Familie. Und er sagt, egal, ich habe eine neue Familie. Und ich folge jetzt dem König der Welt. Und Jesus will solche Nachfolger. Und Gott sei Dank, vielleicht in unseren Kreisen, müssen wir nicht unsere Familie vielleicht, dass sie uns töten, so weit hingehen, dass sie sogar viele Muslime, die zum Glauben kommen, auch wirklich umgebracht werden. Und die sagen, lieber bin ich
verliere ich das, ich verleugne mich selbst und verliere alles. Ich werde vielleicht sogar, bin sogar dann vogelfrei, um getötet zu werden, aber ich habe den Schatz meines Lebens gefunden. Ich habe Jesus. Und in unserem Fall ist es genauso, dass nicht, wir nicht es zulassen, dass Familie und Verwandte und wer auch immer hineinreden, wenn es darum geht, Jesus nachzufolgen. Heute habe ich sogar gelesen, eine Stelle, ich glaube Lukas 15, wo er sagt, wenn ich bereit ist, Familie sogar zu hassen, steht da. Okay, Hass ist natürlich auf Deutsch übersetzt. Das heißt, verachten, also an zweite Stelle zu stellen, der ist nicht würdig, mir nachzufolgen. Das heißt, es gibt kein Fragen um Erlaubnis. Jesus, meine Frau fragen, darf ich diesem Jesus folgen? Meine Mutter fragen, mein Vater, darf ich diesem Jesus folgen? Das erlaubt Jesus nicht. Er sagt, folge mir nach, auch wenn deine Familie gegen dich ist. Du hast aber den Schatz gefunden und du hast endlich die Möglichkeit, dieses Loch, und es ist, dieses Loch ist ja entstanden, weil die Gemeinschaft zwischen Mensch und Gott kaputt gegangen ist. Und diese Gemeinschaft zwischen Mensch und Gott ist durch das Kreuz von Golgatha wiederhergestellt. Gott, einer hat mal gesagt, Jesus hing so am Kreuz und, er hatte die, und weil er ganz Mensch war und ganz Gott war, konnte er wieder die Hand Gottes, die damals im Garten Eden getrennt wurde, nehmen, weil er ganz Gott war, um die Hand des Menschen, Adams, das heißt jeder Mensch von uns, und er konnte sie wieder zusammenführen durch sein Blut am Kreuz. Und diese, dass wir getrennt wurden von der Gemeinschaft Gottes, haben wir wieder Zugang zu Gott. Wir dürfen wieder in dieser Harmonie mit Gott leben. Wir dürfen, das finde ich so schön, wir dürfen aber, lieber Vater, sagen. Ein aramäisches Wort im Römerbrief. Wir dürfen sagen, Abo, also nicht so gefürchteter Richter, sondern wir dürfen sagen, Vater, lieber Vater. Wir haben einen Vater, der sich um uns kümmert und wir werden, wenn wir dieses Geschenk annehmen im Glauben, werden wir Kinder Gottes. Und wir dürfen diesem wunderbaren Jesus folgen. Und wir dürfen in einer Freiheit leben, wenn wir sie wirklich ergreifen und nicht wieder zurückgehen in die alten Götzen. Dann dürfen wir in einer Freiheit leben, die unvergleichlich ist. Und diese Freiheit wächst man nur, wenn das hier passiert. Und das ist ganz wichtig, wenn wir das täglich wiederholen. Verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Jeden Tag neu zu kommen und sich darauf auszurichten, zu sagen, Herr, ich will dir nachfolgen. Herr, was sind die Sorgen des heutigen Tages? In der Arbeit, Meeting, Streit mit dem Chef und so weiter. Was sind die Sorgen dieses Tages, die Sorgen vor Krankheit, Nöte und was auch immer auf uns zukommt, wenn ich daran denke, dass der König der Welt auf meiner Seite ist und dass der König der Welt heute diesen Tag in seiner Hand hat. Vor was sollte ich mich fürchten? Leute, das ist die wahre Freiheit. Ich habe jetzt sogar gerade Gänsehaut, weil es nichts Schöneres gibt und es ist so paradox zu dem, was uns diese Welt lehrt. Und doch ist es so einfach und so schön, dass wir diesen Jesus haben. Und ich lade euch ein, dass wir jetzt eine Zeit nehmen des Gebetes und wir einfach mit Gott reden darüber. Und vielleicht, ja, gerne. Viele, auch ich, dachte, dass das Leben, wenn ich mich selbst verleugne, ich das Leben verliere. Aber das ist gar nicht so. Also man verliert schon sein Leben, sein altes Leben, genau. Aber man beginnt ein neues Leben. Genau. Und das ist noch viel schöner. Und man muss es aber beginnen. Ja. Sonst ist man in einer Gefahr, dass man das Alte verlässt, aber das Neue nicht ganz ergreift. Und dann ist man in so einem Vakuum und man weiß nicht, wo vor und zurück. So wie das Volk in der Wüste. Genau, ja. Weil irgendwann mal haben die zurückgeschaut und gesagt, uns ging es in Ägypten besser. Genau, weder Kanaan noch Ägypten. Ja. Und dann ist man in der Wüste und verdurstet und weiß nicht, wohin. Genau, aber so Wüstenzeiten können aber immer wieder Zeiten sein, wo Gott uns schleift und uns danach noch größer machen kann. Also auch schwere Zeiten sollen wir nicht verachten, sondern sagen, Herr, wie willst du mich schleifen? Aber lass uns bewusst jetzt eine Zeit des Gebetes nehmen und wenn auch jemand die Entscheidung noch nicht getroffen hat, Jesus sein Leben 100% zu geben, dann kann man das tun, indem man ein Gebet betet und sagt, Herr, ich danke dir dafür, dass du mich liebst und ich bekenne dir meine Sünden und ich bitte dich, komm in mein Leben. Es können deine eigenen Worte sein, ganz authentisch zu sagen, Herr, ich habe diese Einladung verstanden und ich will dir nachfolgen, ich will mein Leben dir geben. Und durch so ein Gebet, wenn es ernst gemeint ist, ich kann nicht in euer Herz gucken und gucken, ob ihr es ernst gemeint habt, das kann kein Mensch. Dann sagt die Bibel, dann sagt Jesus,
Wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Wer mich aufgenommen hat, dem gebe ich das Recht, Kind Gottes zu werden. Nicht ich sage es, sondern Gottes Wort sagt es. Und Jesus und die Bibel lügen mich. Wir dürfen dann sagen, Herr, ich bin jetzt dein Kind und ich habe Vergebung meiner Sünden. Wer diese Entscheidung nicht getroffen hat, das ist die wichtigste Entscheidung des Lebens und die beste Entscheidung eures Lebens. Und genau, lasst uns eine Zeit des Gebets nehmen. Ich mache dann, oder Mike macht dann ein Abschlussgebet.